Da Lars Böhl stets bemüht war, echte Kulissen zu benutzen, war er natürlich ganz offen, als in einem netten Gespräch mit den Machern des Fanfilms Tydirium die Idee aufkam, ein lebensgroßes Set eines Sternenzerstörergangs zu bauen. Wenig später hatte Michael Orso, ein Unterstützer beider Filmprojekte, eine Drehgenehmigung in einer alten Fabrikhalle nahe München organisiert. Werner Walluszek nutzte seine gestalterische Begabung, um ein authentisches Set zu entwerfen. Und kurz darauf begann der Bau unter der Leitung von Jürgen Schöberl. Zuerst wurde mit Holzlatten ein Grundgerüst für den Hauptgang gebaut. Anschließend wurden aus Gipsplatten und Holzrahmen die einzelnen Wandelemente erstellt. Diese wurden dann auf das Grundgerüst verschraubt. So langsam begann das Bauwerk Form anzunehmen. Um den technischen Maschinenraum passend zu dekorieren, wurden unzählige Elemente verbaut, wie umgedrehte Blumenkästen, Kaffeetassendeckel, alte Staubsaugerschläuche und sogar ausgemusterte Apparaturen aus der Zahnmedizin. Endlich konnte nun das Set lackiert werden. Und so durften die Filmemacher 4 Monate später die Filmkulisse eines imperialen Sternenzerstörers betreten, welche im Fanfilmbereich wohl in ihrer Größe, Authentizität und Detailtiefe einzigartig war. Kamera läuft und bitte